Kinohallen. Rote Sitze, große Leinwände, Dunkelheit und Popcorn. Die Vorstellung, ins Kino zu gehen und kein Popcorn zu bekommen, klingt jetzt absurd. Aber warum wurde Popcorn mit dieser Erfahrung in Verbindung gebracht? Tatsächlich ist der Snack tausende von Jahren alt und ursprünglich auf dem amerikanischen Kontinent beheimatet. Die ältesten Popcorn-Ähren stammen aus der Zeit vor 4000 Jahren und wurden in New Mexico, USA gefunden. Wir wissen nicht genau, wie und wofür es damals verwendet wurde, aber es existierte schon so lange. Wir wissen jedoch, dass Popcorn bereits im 16. Jahrhundert für die Azteken-Indianer wichtig war. Sie aßen es zwar, aber sie verwendeten es auch für ihre Zeremonien und nutzten es als Dekoration und Kopfschmuck für die Statuen ihrer Gottheiten. Anscheinend gab es sogar einen speziellen Popcorn-Tanz, den Mädchen aufführten. Popcorns Überlegenheit vom Feinsten. Danach, im 19. Jahrhundert, wurde Popcorn zu einem sehr verbreiteten Frühstücksessen. Ja, die Leute würden es genauso essen, wie wir heute Müsli essen, mit Milch oder Sahne. Nachdem der Einsatz des Streichpfluges zur gängigen Praxis geworden war, war es einfach, große Mengen Popcorn anzubauen. Es gab viel davon und es war billig. Das macht es auch zu einem perfekten Gegenstand für die Verwendung im Urlaub als Essen und Dekoration. Die Kerne waren auch ein sehr häufiges Geschenk, das man sich gegenseitig schenkte. Heutzutage würden sie eine Packung Popcorn wahrscheinlich nicht als Geschenk schätzen, aber damals war es so beliebt, dass es das Schönste war, was man bekommen konnte. Man könnte alles damit machen. Man könnte es kochen oder man könnte seine Tür oder den Kamin dekorieren oder was auch immer. Sehr vielseitig einsetzbar und es wird nie schlecht. Es wird wirklich nie schlecht. Wie lange, denken Sie, halten Popcornkerne? Anscheinend sehr lange. Kürzlich fanden Wissenschaftler Popcornkerne von vor 1000 Jahren im heutigen Chile. Und raten Sie mal, sie haben nach all der Zeit immer noch gepoppt. Popcorn war auch während der großen Depression sehr beliebt. Als alles scheiterte, die Menschen verarmten und Unternehmen gingen bankrott, konnten sie sich noch immer eine 5-Cent-Popcorn-Tüte leisten, um die Stimmung ein wenig aufzuhellen. Als ein Bankier aus Oklahoma bankrott ging, kaufte er eine Popcornmaschine und begann, Popcorn auf der Straße zu verkaufen. Innerhalb von ein paar Jahren hatte er genug Geld verdient, um seine 3 Farmen zurückzukaufen. Trotz der schwierigen Zeiten gingen die Menschen ins Kino. Um Zuschauer anzulocken, wurden die Eintrittspreise auf ein möglichst niedriges Niveau gesenkt. Und nicht wenige Damen und Herren gaben diese 10 Cent ab und zu aus, um sich zu unterhalten. Natürlich war die Erfahrung ganz anders als die, die wir heute haben. Stellen Sie sich Folgendes vor. Sie ziehen Ihren besten Anzug und einen schönen Hut an und gehen mit Ihrer Frau, die ein wunderschönes Kleid und einen schicken Hut trägt, ins Kino. Ja, es geht nicht um Jogginghose und T-Shirt, schließlich gehst du ins Theater. Das Gebäude ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Filmpalast mit unverwechselbarer Architektur und aufwendigen Dekorationen. Sie holen sich ein Getränk und Popcorn und machen sich auf den Weg zu ihren Sitzplätzen, die mit Aschenbechern statt Getränkehaltern ausgestattet sind. Sie nehmen ihren Hut ab und legen ihn auf ihren Schoß, damit er den Menschen hinter ihnen nicht die Sicht versperrt. Das Schild, meine Damen, bitte nehmen Sie Ihre Hüte ab, erinnert Ihre Frau daran, dasselbe zu tun. Schließlich werden die Lichter gedimmt, die roten Samtvorhänge öffnen sich und Sie können die große Leinwand sehen. Der Film beginnt nicht sofort. Zuerst ist es Zeit für Wochenschauen. Filme von Ereignissen, die auf der ganzen Welt geschehen. Sie können darüber in Zeitungen lesen oder im Radio davon hören. Aber hier im Kino haben Sie eine seltene Gelegenheit, einige Aufnahmen zu sehen. Danach folgen 1 oder 2 Zeichentrickfilme und Sie genießen einige Mickey-Maus-Kurzfilme. Erst danach beginnt der Hauptfilm, den Sie sehen wollten. Also, was schaust du dir an? Es könnte sein Frankenstein. Es geschah in einer Nacht, moderne Zeiten, Meuterei auf der Bounty, Schneewittchen und die 7 Zwerge, der Zauberer von Oz, vom Winde verweht, Charlie Chaplin, Katharine Hepburn, Judy Garland, Henry Fonda. Das sind die Menschen, die auf der Leinwand strahlen. Manchmal schwarz-weiß und andere Male in voller Farbe. Während Sie das Feature genießen, schleichen leise Saalmitarbeiter in Uniform mit ihren Taschenlampen in den Raum und führen verspätete Zuschauer zu ihren Plätzen.
Manchmal suchen sie nach einem bestimmten Patron, um ihn zu benachrichtigen, dass sie einen Anruf von zu Hause erhalten haben, und begleiten ihn zur Theaterkasse, um diesen Anruf entgegenzunehmen. Der Film endet, aber die Nacht ist noch nicht vorbei. Damals bekamen die Leute ein übertriebenes Kinoerlebnis, weil danach ein weiterer Spielfilm gezeigt wurde. Meist ein älterer oder weniger beliebter. Viele blieben auch dafür sitzen. Aber davor gab es eine Pause. Du kannst gehen und dir mehr Leckereien für den Film holen, während das Kinopersonal die Zeit nutzt, um die Filmrollen zu wechseln und den nächsten Film zu starten. In den 30er Jahren waren die Kinos im Besitz von Hollywood-Studios und sie zeigten ihre eigenen Filme. Dies änderte sich in 1948, als ein Gesetz verabschiedet wurde, das jedem Kino erlaubte, jeden jemals gekauften Film zu spielen. Das ist der Zeitpunkt, an dem die Kinomarken, die wir heute kennen, begannen zu erscheinen. Nur 5 Jahre später feierte das erste Kino mit stereophonem Ton seine Premiere, verbesserte die Akustik und läutete eine neue Ära für Filme ein. In den 90er Jahren wurden Filmrollen durch digitale Projektoren ersetzt. Immer mehr Filme wurden digital gedreht und jedes Kino, das sie zeigen wollte, musste in moderne Ausrüstung investieren, die es ihnen ermöglichte, das neue Filmmaterial zu zeigen. Aber diese Ausrüstung war teuer und nicht jedes Kino konnte sie sich leisten, was dazu führte, dass einige von ihnen aus dem Geschäft ausscheiden mussten. Von da an entwickelten sich die Kinos zu dem, was wir heute kennen. Die Bildqualität verbesserte sich, der Ton erreichte ein ganz anderes Niveau, die roten Vorhänge wurden aufgegeben, das zweite Feature wurde fallen gelassen und die Ticketpreise stiegen. Trotz all der Veränderungen bleibt eine Sache gleich: Popcorn. Übrigens war Popcorn in den Kinos zunächst nicht willkommen, aber hier erfahren Sie, wie sich das änderte. Als die Leute anfingen, ins Kino zu gehen, wollte jeder einen Snack mitbringen. Das könnte alles sein, aber die naheliegendste Wahl waren Süßigkeiten. In den 1940 Jahren verlangsamte sich die Produktion von Zucker und vielen anderen unnötigen Gütern, was zu einem Defizit führte. Was könnten die Leute stattdessen ins Kino mitnehmen? Dann wandten sie sich Popcorn zu, einem günstigen und beliebten Snack. Zunächst waren die Kinobesitzer dagegen und verkauften es nicht in ihren Kinos. Eine Menge Leute, die im Dunkeln Popcorn aßen, würden zwangsläufig zu viel Unordnung hinterlassen. Aber nun ja, die Nachfrage war da. Also tauchten externe Verkäufer in der Nähe von Kinos auf, die Popcorn an alle verkauften, die es hineinschmuggeln wollten. Die Kinobesitzer gaben auf und beschlossen, lieber selbst Geld damit zu verdienen. Und der niedrige Preis für Popcorn machte es auch für sie vorteilhaft. Heutzutage kauft fast jeder Snacks und Getränke. Und das war auch in den frühen Tagen des Kinos üblich. Wussten Sie aber, dass es in Kinostühlen bis 1981 keine Becherhalter gab? Ja, AMC war das erste Kino, das sie in die Griffe einbaute. Und davor mussten die Leute ihr Getränk die ganze Zeit festhalten. Es muss damals viel zu viel Unordnung gegeben haben. Trotzdem war der Verkauf von Snacks in Kinos die richtige Lösung, auch wenn er eine Menge Reinigung erforderte. Wussten Sie, dass moderne Kinos den Großteil ihres Geldes mit den Snacks verdienen, die sie dort verkaufen? Ja, der Gewinn aus den Kinokarten geht größtenteils an die Studios, bei denen die Kinos Filme kaufen. Ein Kino profitiert erst dann von der Ausstrahlung eines Films, wenn es ihn mindestens ein paar Monate lang abspielt. Und das ist ein sehr langer Zeitraum, der nicht bei jedem Film der Fall ist. Mittlerweile fließen die Einnahmen aus den Snacks größtenteils ins Kino selbst. Also, vielleicht sollten Sie das nächste Mal nicht zu bitter darüber sein, zu viel für Ihr Popcorn und Soda bezahlt zu haben. Diese hohen Preise sind es, die viele Kinos am Leben erhalten. Sie zeigen Ihnen aus dem gleichen Grund Werbung. Dieses Geschäft ist hart und Sie müssen zumindest etwas Geld verdienen, um weiterzumachen.